Oh Gott. Das ist schwer. Was war dein peinlichster Moment im Leben? Ja, meine Schwester hat mal ein altes Zimmer bekommen und ja, die haben das Zimmer ausgeräumt und ich habe oben in der Spalte von der Decke habe ich meinen Verweis von der 7. Klasse versteckt gehabt. Und den haben meine Eltern gefunden und meine Schwester und da stand drin, dass ich meine Schüler mit einem selbstgebauten Elektroschocker schockte. Mein peinlichster Moment im Leben war, als ich im Wald mit meiner Ex-Freundin war und da, sagen wir mal, erwischt worden bin und wir dann relativ zügig das Weite suchen müssten, war schon eigentlich der peinlichste Moment, wo ich hatte. Und vor allem hatten uns dann, ich glaube, ca. 10 Leute oder so gesehen. Von daher, leicht bekleidet ist das natürlich immer eine peinliche Situation. Also bei mir ist es so, in meinem Zimmer, wenn ich mich fertig mache oder so, kann man von unten reinschauen und ich wusste das ewig lang nicht. Und immer wenn ich mich fertig mache, also nach der Dusche, bin ich halt nackt und dann ziehe ich mich an und dann spacke ich immer so ab und das geht echt ins Extreme. Und ich wusste das nicht, dass man von unten reinschauen kann und dann wurde ich echt mal erwischt von so einem älteren Pärchen, die mir dabei zugeguckt haben, wie ich getanzt habe. Und dann, seitdem mache ich halt immer die Rollos runter.